Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Odimar Shoppen. Ist zwar jetzt nicht alles da, aber so gut wie ist alles da. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem großen Paket an. Einige aus meinen Livestreams wissen, was sich da drin befindet, weil wir es im Livestream gekauft haben. Guckt da einfach mal vorbei. Ich bin so gut wie jeden Abend live auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung oder wenn ihr das eingeben wollt, twitch.tv/odin_ase. Aber gut. Gut, dass ich hier noch Pappe reinmachen, weil ein bisschen zu weit eingeschnitten. So. Ist da noch Zettelkram drin? Nee. Oh Gott. So. Uiuiuiui. Das ist einmal. Machen wir hier ein Kopfkissen. 80x80. Nicht 40x80, schön 80x80. Schön aufgeplustert. Meins ist schon ziemlich flach geworden jetzt über die Jahre. Obwohl es immer aufgeschüttelt wird. Aber ich will da nochmal versuchen, wenn ich das Kopfkissen in eine Waschmaschine mache, und was sollte ich mit drin machen? Noch irgendwas mit drin machen. Bin mir jetzt nicht sicher. Dann sollte wohl wieder aufgeplustert werden. Und hier haben wir dann noch eine Bettdecke. Das ist alles Mikrofaser. Das schwöre ich jetzt seit Jahren drauf. Ist jetzt halt natürlich nicht so teuer gewesen. Das war jetzt nur um die 40 Euro. Mein Bettzeug, was ich jetzt habe, habe ich damals von meiner Mama geschenkt gekriegt, zum Einzug in die Wohnung hier. Was hat sie mir gesagt? Das hat so um die 400 € gekostet. Mein Bruder hat es auch gekriegt. Das ist jetzt, muss mal kurz aufmachen, dass ich euch das zeigen kann. So. Auch hier Mikrofaser. Das ist jetzt kein Vierjahresbett. Ich habe noch ein Vierjahresbettzeiten. Bettdecke. Die habe ich auf der zweiten Seite. Also falls mir mal. Ich habe eigentlich immer so eine normale Decke, und wenn es dann wirklich mal zu kalt ist, nehme ich dann von der anderen Bettseite die Vierjahresbettdecke. Da werde ich auch dann irgendwann noch mal eine bestellen, eine neue. Aber so reicht die für mich vollkommen aus. Ich friere nicht so schnell, im Gegensatz zu anderen. Wie meine Tochter zum Beispiel. So, dann das nicht. Das kommt später dran. Dann kommt ein extra Video. Dann habe ich hier noch im Karton was. Ach, ich lasse die Kamera einfach so, dann werde ich euch dann so gleich zeigen. So. Das habe ich ja auch schon im Stream kurz gezeigt. So, einmal so eine Tönungsfolie für Scheinwerfer bzw. Rückleuchten. Sieht man das? Also da kann man eigentlich so sehr gut durchsehen. Mal so. Ja, ihr seht es jetzt nicht so gut, wie ich es sehe, dass es halt nicht ganz so dunkel ist. Weil für meinen gibt es ja nichts, und ich wollte das mal testen. Und für 4,99 €, ja mei, kann man nichts verkehrt machen. Dazu kommen wir gleich zum Schluss. Dann habe ich hier so eine Tasche geholt. Ich habe ja von Oberhavel und von mir selber aus, hatte ich ja auch schon mal so Dinger geholt für den Rücksitz zum Ranmachen. Dass man halt irgendwie ein Buch reinmachen kann oder eine Flasche oder so. Ja, der Rücksitz ist versorgt. Ich habe vorne nur meinen kleinen Kabelschacht, meinen kleinen Kanal. Und wenn ich die Bauchtasche habe oder meine Autofahrtasche, das ist dann immer ein bisschen Autofahrtasche. Ach so, ja, den Sackboy, den kann ich euch auch gleich zeigen. Den haben wir ja auch gekauft. Das habe ich ja noch nicht gezeigt. Oder habe ich das im letzten Odimar Shoppen gezeigt? Bin ich mir nicht sicher.
Und da waren halt so eine Tasche mit bei gewesen und Tassen, also drei Espresso-Tassen, eine Tasse, der Sackboy in groß, in mittel und in klein, also ein klein für den Schlüsselanhänger, halt 36,99 bezahlt. Schnäpperchen. Jedenfalls, das ist Autofahrtasche, da ist dann halt USB-Stick mit bei, also sind USB-Sticks sind da drinne, ein zusätzlicher USB-Kabel für mein Handy, falls meiner mal kaputt geht. Ein USB-Kabel für das Handy von meiner Freundin, falls das mal was ist. Ja, oder falls mal irgendjemand mitfährt und sagt, kann ich mal mein Handy laden und der hat kein USB-C, dann kann er dann halt da laden. So, und das ist aber jetzt eine, die hat hier auch unten verstärkt. So. Und die kommt dann praktisch so zwischen die Sitze. Also zwischen Beifahrer und Fahrersitz wird das dann so dazwischen gemacht. Dann haben die hinten halt hier noch ein zusätzliches Fach, was sie benutzen können. Dadurch, dass das hier hinten schön stabil ist und wir hier auch noch mal was haben mit Klett. Wartet, wo geht der Klett ab? Hier. Kann ich das dann halt um die Mittelkonsole, da habe ich ja so, kann ich ja so hoch und runter klappen, kann ich das schön eng ranmachen. Dadurch ist das praktisch wie eine verlängerte Mittelkonsole. Und hier für mich ist das dann halt offen. Also hier ist komplett offen. Und hier nur so ein Stück. Das heißt, ich kann hier eine Tasche reinstellen oder Bauchtasche reinschmeißen und das wackelt nicht alles vorne bei mir rum. Weil die Große sich auch mal aufgeregt hat, dass ich die Bauchtasche nach hinten lege. So. Kommt das halt dazwischen und Ruhe ist. So, dann haben wir, das können wir wegpacken. Das kommt nämlich gleich in den Schrank. Da habe ich damals nämlich nicht zugegriffen. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass sie den nochmal gehabt haben. Davon haben sie auch noch andere. Ich suche noch den Skelett. In weiß-rosa weiß ich nicht, aber in weiß-schwarz würde ich den gerne haben. Das Skelett. Obwohl weiß-rosa würde ich auch erstmal zu, würde ich mir wahrscheinlich auch mal zur Not erstmal noch holen. Den können wir auch gleich mal auspacken. Das ist ein Wikinger von der Rabbids. Ich finde ja die Rabbids total cool. Also die Serie ist dusselig, aber die Spiele waren cool. Die haben mir gefallen auf der Wii, auf der PlayStation 4. Ja, kann man sagen. Ja, das Spiel macht Spaß. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist kein Familienspiel. Nicht, weil es nicht familienfreundlich ist, nee, ganz und gar nicht. Aber vier Kinder, vier Erwachsene, alles kein Problem. Aber sobald ein oder zwei Erwachsene mit zwei Kindern oder einem Kind spielen wollen, never ever, vergesst das. Die Kamera von Sony kriegt das, oder das Spiel, ich weiß es nicht, woran es liegt, kriegt das nicht gebacken zu registrieren. Oh, da ist ein Erwachsener, da ist ein Kind. Das steuert die ganze Zeit nur den Erwachsenen an und das Kind, dann kommt halt der zweite Player, das Kind soll was machen, ja, und das steuert trotzdem die ganze Zeit den Erwachsenen an. Total lächerlich. So, ja, Mausi ist gerade rollig, nicht wundern. Da ist der Wikinger. Wartet mal, ich mach mal das Licht hier aus, dann könnt ihr den besser sehen. So. Er hat so ein bisschen Glubschaugen. Rote Augen. Ja. Und der kommt dann halt in mein PlayStation-Regal. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig, hoppala, sehen. So. Hier ist ja meine PlayStation-Lampe. Dahinter habe ich die PS4 Pro stehen, weil die durch die Wand, weil die halt weiß ist, ist das halt doof. Wenn das dann leuchtet im Stream, ist das einfach alles hell. Man kann es aber die Icons nicht sehen. Jetzt, wenn was dunkel im Hintergrund ist, geht das. So. Machen wir mal den Rabbit. Der passt so ja noch, ein oder zwei Rabbits passen hier noch ins Regal. Ne, der fällt aber um. Das ist aber nicht so Sinn und Zweck der Sache. Der hat auch noch ein Loch hier unten. Warum auch immer, am Fuß ein Loch ist. Ja, toll, Ubisoft.
Der Rabbit steht nicht. Ganz toll. Da habe ich eine Platte übersehen oder so. Nee, hier ist nichts drin. Ja, mit Anlehnen geht es aber. Von sich aus hält er nicht, da fällt er immer um. Warte mal, ich kipp den einfach jetzt so ein bisschen an. Der fällt immer nach vorne. Ist doch nicht, ist das so gewollt? Ich glaube, das ist gewollt, dass der immer. Nee, hier steht er. Auf dem Tisch steht er. Also muss ich ihn hier hoch hinstellen können. Ja. Oder weil das Regal schief ist vielleicht. Kann doch nicht sein. So, stehen. So, einfach hinten an die Playstation rangestellt, dann steht er auch. Und dann habe ich einen Sackboy, einen zweiten, der hält einen PS3-Controller, weil hier steht die PS3 Fat Lady. Der hält den PS4-Controller, PS4 Pro. Ja. Wobei ich auch am Überlegen bin, ob ich das vielleicht ein bisschen abändern und einem halt einen PS5-Controller in der Hand drücke. Und dem anderen einen PS4-Controller. Weil der ein PS5-Controller ist jetzt immer in der Ladestation, auch wenn er nicht geladen wird, und der andere liegt halt auf dem Tisch, oder ich stelle ihn halt immer wieder in die Ladestation. Ich glaube, ich werde den einen hierher machen oder beide. Mal gucken. Bin mir noch nicht so sicher, wie ich es am besten machen werde. Und der Edensapfel, den habe ich auch letztens dieses Jahr ganz preisgünstig bei Spock geschossen. So, denn wartet jetzt für Odin mal shoppen. Wir sind fertig. Ich hoffe, hat euch gefallen. So, machen wir mal Licht an. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden Träumchen. Da fehlt jetzt noch eine Sache, die zeige ich euch jetzt noch auf dem Handy. Wo ich gehofft habe, aber Postbote ist schon durch, dass die jetzt noch kommt, aber was? Ich habe die falsche. Was falsche? Wo haben wir denn jetzt die Amazon? Amazon. Meine Einkäufe, meine Bestellung hier. Mal raufgehen. So. Am 26. Dezember gekauft. Und so habe ich mir die Feuerzangenbowle in der Spezial Edition geholt. War nur ein Euro teurer als die andere Version. Die ist jetzt in 1080p. Ich hoffe, dass sie sie digital aufbereitet haben, die Version. Und das werde ich euch dann sagen können, weil davon stand nichts, ob die digital aufbereitet wurde. Aber ich hoffe es, dass die digital aufbereitet wurde. Dass halt das Schwarz-Weiß-Bild, krischelige Schwarz-Weiß-Bild, vielleicht nicht mehr ganz so krischelig ist. Zwar schwarz-weiß, aber halt nicht mehr ganz so krischelig. Müssen wir mal gucken. Ich habe es ja schon auf DVD, aber ich brauche es halt noch auf Blu-ray. So. Mehr war nicht. Mehr haben wir nicht. Ja. Nächstes Jahr geht es dann wieder weiter. Ein paar Sachen gibt es ja noch, die ich kaufen will. Ich bin jetzt weg. Achso, Donja, die Lampe habe ich euch gezeigt. Die Keylight, die ist schon aufgebaut. Das werdet ihr dann nochmal sehen. Ich werde demnächst nochmal in PC-Ecken-Video machen, wo ich euch die PC-Ecke zeigen werde. Und nochmal ein Video machen, wie ich die PS5 angeschlossen habe, sodass ich am Fernseher gleichzeitig das Bild habe wie am PC und ohne Verzögerung und dass man auch das Optische abgreifen kann und. Werde ich euch alle zeigen. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt wirklich weg. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Wenn ihr das Video jetzt gesehen habt oder zeitnah seht, ich hoffe, dass ich es zum Wochenende schaffe, wünsche ich euch schon mal ein frohes und gesundes neues Jahr. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.